Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Skyrim und einer neuen Folge natürlich mit Lüdi und Pferdchen und mit mir und hier am Leuchtturm zum zweiten Mal. Letztes Mal sind wir ja dann zurück und haben Grotte geguckt und bla bla bla. Ich habe aber gerade noch was gesehen, als ich im Pause-Bildschirm war. Und zwar, warte mal, Moment. Ich bin dumm. Und zwar hier, Risats Notiz. Lies Risats Notiz. Das hatten wir gemacht und dann müssen wir irgendwie das Verführer-Banditenlager und finde das heiligen Dings da und so. Das werden wir natürlich dann auch machen, aber jetzt gehen wir erstmal in die Richtung. Wir können auch reiten. Nochmal reiten. Wir reiten. Frage ist beantwortet. Lüdi, und du hattest selber ein Pferd, ich weiß das. Aber irgendwie ist das Pferd wieder verschollen, dieses Companion-Pferd. Ich weiß nicht, was es soll. Ach. Okay, warte mal. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier... Ja, okay. Das war ein kurzer Ritt, intensiv aber dafür. Also... Ich weiß nicht, was das hier ist. Also, ich mache mal eine Speicherung. Und dann holde Kraken entdeckt. Lüdi. Wir gehen mal gucken hier auf dem Schiff. Schön. Oh, ist das schön. Sind die böse oder sind die gut? Huh. Lüdi, der war für mich. Sie hat schon wieder ihren Atronarchen da rausgeholt, der in der Luft schwebte, falls ihr es gesehen habt. Ja, Lüdi halt, ne? Ist immer kurz angebunden. So, das ist nix. Wir hätten hier schon wahrscheinlich vor 100 Jahren hingesollt. Gold. Silver and Gold. Ich weiß nicht, warum die jetzt sterben wollten oder mussten. Das kann ich euch nicht mal sagen, weil ich hätte sie jetzt auch leben lassen, wenn die jetzt nicht irgendwie aggro gewesen wären. Ja. Dainty Sloat. Gehen wir mal rinne. Was? Was? Wie was? Lüdi? Ach so. Wo bist du? Hab euch. Bei den Göttern. Schon wieder ein Kampf. So. Hier war doch noch einer, oder? Okay, ich weiß nicht, ob ich den jetzt wirklich auch killen musste, aber das haben wir jetzt mal gemacht aus Safety-Gründen, ne? Weil kann ja immer mal sein, dass die Leute... So. Also, nicht, dass wir jetzt hier irgendwas vergessen. Also, erstmal die Truhe, warte mal, Buch haben wir schon. Regeneration, Gesundheit, Stärke. Egal. Buch hatten wir schon. Hier ist ein Schränkchen. Mit Gold und Holzkohle. Was war das? Ach so, da ist noch einer. Meine Güte, wo kommen die denn alle her? Da. Okay, jetzt nochmal. Gucken. Da hinten ist irgend so ein Stein. Das haben wir auch schon gelesen. Gift, ja gut, ist egal. Todesglockenblume.
Überbringe die... Ach, oh, geil. Feine Kleidung. Warte mal. Ich guck mal eben ins Tischchen noch. Gusseiserner Topf. Okay, den braucht man nun wirklich nicht, ne? Okay, wir haben das schon gelesen. Das hier schon gelesen und das auch. Schatulle. 700 Kneten. Der Battle Prince. Schrank. Haben wir schon gelesen. Krug, Bügeleisen brauchen wir nicht. Okay. Dann würde ich sagen. Erster Offizier. Gold. Schlüssel zur Truhe der holden Kreckin. Dann gucken wir mal. Gold 125. Amethyst Dings da. Vielleicht funktioniert das ja da auch, die andere Truhe. Da. Regeneration. Wir brauchen auch sonst nichts mehr, ne? Von diesen Sachen, die wir suchen mussten. Also das ist abgeschlossen jetzt. Oh. Oh. Brauchen wir nicht mehr. Volltreffer. Okay. Ja gut. Da oben liegt noch ein Buch. Das hatten wir. Ich gucke lieber nochmal, bevor ich jetzt irgendwas vergesse. Ne? Das wäre ja schade. So, ihn haben wir schon. Dahinter ist nichts mehr. Truhe. Gold. Volltreffer. Zaubertrank. Okay, dann hier oben geht's weiter. Die da du Bierchen. Met. Met. Bierchen nehmen wir immer mit. Ne? Das kriegen wir schon hin. So, dann hier. Einmal Beistelltischchen. 5 Gold. Bügeleisen einmal Gold. So Blumen und so ein Kram nehme ich dann mal mit, weil, ne, das kann ja immer sein, dass man irgendwas davon sammeln muss. 30 Schaden. So. Gold, Dietrich. Bier, Dietrich. Milchkrug. Boah, das ist alles Quatsch, ne? Biografie von irgendwem. Schrank durchsuchen, blaue Robe, Holzschale, Dings da. Brauchen wir auch nicht. Säge brauchen wir nicht. Die Sachen zum Essen brauchen wir nicht unbedingt. Also, die brauchen wir einfach nicht. Krummsäbel. Wie süß. Naja, er kann ja nichts dafür, der arme Kerl. So. Schrank durchsuchen. Wir haben ein Mädchen, also der bringen wir sowas nicht mit. Diamantring, sehr schön. Haben wir schon. Tomate. Eine Tomate. Na komm, wir nehmen eine Tomate mit. Oder? Magika Gold. Links das, jenes. Warte mal. Lass uns mal die Tomate futtern. Muss die Tomate essen. Voll Bock drauf. So, Tomate. Gegessen ist sie. Und? Dann müsste hier jetzt sein abgeschlossen, oder? An dem Schiffchen. So, mal eben gucken. Abgeschlossen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, gut. Dann gucke ich mir nochmal eben diese schicke Kleidung an oder was wir da hatten. Was hatten wir denn da für Sachen? Warte mal, da ist das. Feine Kleidung. Die nehme ich auf jeden Fall mal mit, weil die können wir dann in unsere Kiste packen, so wie die anderen Sachen alle. Und ja, wenn wir mal irgendwie ausgehen wollen oder so, ein Date haben, dann können wir... Also, oh Gott. Nee, Lüdi, nein, nein, nein. Habe ich jetzt nicht. Nein, habe ich nicht gesagt. Ja, was ist los? Genau. Ja, Entschuldigung. Nein, das war eigentlich ein Witzchen, aber du kennst mich. Ich bin ein Arschloch. Ich habe über Dates geredet, obwohl ich mit dir hier rumlaufe. Ich weiß, es tut mir leid. Vielleicht kann ich es irgendwann mal wieder gut machen. Kann ich? Vielleicht? Jetzt spricht sie nicht mehr mit mir. Okay, ja, dann.
Lüdi, tut mir leid, alles tut mir leid. Also echt, volle Pulle. So, was ist das denn hier für ein Weg? Das ist doch kein Weg hier, oder? Nicht wirklich, ne? Oh doch, das ist ein Weg. So, dann müssen wir mal gucken. Wir sind hier oben und wir reiten geradeaus Richtung irgendwas. Wir gucken mal. So, haben wir hier noch was? Nein. Da ist eine Höhle. Ja, die ist aber da oben, ne? Bin ich mir sicher, oder? Hä? Warte mal. Die ist hier oben, ne? Da kommen wir nicht hoch, ne? Oh. Da oben soll die sein. Okay, also hier ist sie nicht. Na, kann ich hier zwischen den Dingern irgendwie hoch? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Okay, dann lass uns, ja genau. Ach nee, Lüdi, scheiße. Jetzt habe ich mich gerade schon bei ihr unbeliebt gemacht. Da muss ich nicht ja noch schnell reiten. So nach dem Motto, na, hast du es dir überlegt, ob du noch böse bist? Naja, so, wir gucken mal, was wir hier finden. Da ist ein Schrein, auf jeden Fall. Und hier ist... Boah, Leute, wie schön sieht das aus hier, bitte. Da ist noch ein Wrack. Seht ihr das da hinten? Warte mal, wo ist denn das? Oh. Ja, okay. Ihr wisst es genau. Ne, bevor wir jetzt hier... What? Ich sehe das gerade hier. Das ist da oben drauf? Alter Schwede, wie kommen wir denn da hin? Moment mal eben. Ich muss noch mal eben auf die Karte gucken. Ist das, da hinten ist das Wrack, ne? Okay. Das hier ist die Insel, ne? Die hier vorne, ne? Dann ist das Wrack da hinten. Ja gut, da kommen wir nachher erst hin. Also jetzt brauche ich da nicht hin. Sollen wir hier auf die Insel noch mal eben drauf gehen oder wie? Und gucken, ob wir da irgendwas finden? Eine Kiste oder so? Nee, ne? Oder? Doch. Vielleicht? Alter Schwede, wie kommen wir denn da hoch? Wir müssen den Weg entlang. Ja, okay. Komm. Insel oder nicht Insel? Ja, komm. Insel. Warte. Insel. Inkel. Jetzt reite ich schon wieder schnell. Naja, ist egal. Malte. Da ist irgendein Typ, ne? Oder so. Was ist das? So eine Robbe oder so, ne? Ja, das ist so eine dumme Robbe. Alles klar, okay. Da tut mir auch leid, Leute, aber... Nierenwurz. Macht Herz. So. Na, da ist noch einer. Ich will die doch gar nicht töten eigentlich. Komm, wir gehen da vorbei. Ich habe deine Kumpels nicht gesehen. Tut mir leid. Ich weiß nicht. Also, wenn die hier waren, dann sind die weggegangen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen einkaufen. Ich weiß nicht, was zu Seerösser hier, Seelöwendinger da, was die einkaufen, aber ist auch egal. War ja ein blöder Spruch. Tja. Da würde ich doch sagen, das war eine Finte. Oder?
Haben wir hier unten noch irgendeine Höhle? Nein, ne? Ja gut, dann lass uns hier verschwinden. Genau, lass uns hier verschwinden. Das macht ja keinen Sinn. Ich dachte, hier wäre noch irgendwo eine nette Möglichkeit, ein bisschen Loot abzugreifen. Irgendeine Kiste, die hier rumsteht, so, ne? Und vielleicht eine Meistergartruhe oder so. Auf einer dummen Insel, klar, die steht hier einfach rum. Logo. Auf jeden Fall, ne? So, Pferdchen. Reiten. Wir reiten. Wie gesagt, guck nochmal nach denen. Die sind irgendwo. Also ich habe sie nicht gesehen. Da 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 da. Meine Herren, voll drüber über den Stamm, ne? So, warte mal, aber ich möchte jetzt hier mich nicht beeilen. Und rumhetzen. Ja, okay, wir müssen jetzt irgendwie hier hochkommen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, aber da hinten ist auf jeden Fall ein Schiff. Hier in der Mitte vom Wasser ist ein Schiff. Und hier geht ein Weg hoch, was ja schon mal ziemlich cool sein könnte. Hafen. Schiff. Und es wird langsam dunkel. Wir haben gutes Timing im Moment. Muss man ja auch mal sagen, ne? Wir hatten ja auch schon scheiß Timings. Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft entdeckt. Ja, dann. Ja, dann würde ich sagen, ne? Pferdchen kann mal hier stehen. Und wir gehen erstmal da unten gucken, oder? Wir müssen ja jetzt nicht erst die Quests machen oder so, ne? Sind die böse hier, die Leute, oder sind die gut zu uns? Komm, wir gehen erstmal hier runter und gucken mal, was hier uns erwartet. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich, ja, bin mal ein bisschen vorsichtiger, weil die Schiffstypen waren gerade auch schon scheiße drauf. Was ist mit dir? Oh. Es sollte mit diesen Flammen aufpassen. Ja, okay. Ich wusste ja nicht, ob die Leute hier nett sind, Mensch. Ihr mögt Pfeil und Bogen, wie? Nein. Ich lasse mich lieber auf mein Schwert. Ja. Ich auch. Redet mit Eier, Brüdern. Deja. Ihr habt kein Wissen darüber, mit wem ihr sprecht. Geht weg. Okay. Dann eben nicht. Idiotas. Du siehst aus wie die Tusse bei mir aus dem Dorf. Aber ich kann dich nicht mal anquatschen. Moment. Was ist denn hier? Zugang zum Lagerhaus nur für Mitarbeiter der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Sich ohne Genehmigung Zutritt zu verschaffen, ist ein Vergehen. Was ist denn das für ein Ort hier? Das hier ist das zentrale Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft, durch das all ihre Lieferungen passieren. Leider ist es wegen einiger Probleme in der letzten Zeit kaum noch benutzt worden. Doch euch ist ohnehin der Zutritt verboten. Okay, welche Probleme gibt's denn da mit dieser ostkaiserlichen Handelsgesellschaft? Er hat das schon zweimal gesagt. Ich lasse ihn das jetzt nochmal erzählen. Woher sollte ich das wissen? Ich arbeite nicht für sie. Wenn ihr Hilfe braucht, könntet ihr ja mal nach Windhelm gehen und mit Ortus Endario sprechen. Er ist dort der Verantwortliche. Okay, ja, in Windhelm. Könnten wir dann mal machen, wenn wir da sind. Genau, wir machen jetzt erstmal... Ja, genau. Ich mache jetzt auch keine Unterhaltung mit ihm, weil Unterhaltung heißt hier in dem Spiel immer Kopf ab oder so ein Scheiß. Ne? Also, ich gehe mal eben auf die Toilette. Gott, ist die arm. Hier ist ja gar nichts. Lüdi. Hey. Entschuldigt. Manche behaupten, ich hätte diese Stelle nur erhalten, weil ich die Cousine des Kaisers bin. Unsinn. Dieser Mann hat mir nichts geschenkt. Er kommt ja noch nicht einmal zu meiner Hochzeit. Okay. Was habt ihr zu verkaufen? Etwas hiervon, etwas davon. Gut.
So, das haben wir alles schon geregelt. Da haben wir auch, warte mal, den können wir. Wie viel hat sie denn? 800 irgendwas. Den haben wir gerade gefunden. Goldener Smaragdring, 200 irgendwas. Der Rest ist unser Kram, ne? Korrekt, ey. Haben wir nichts mehr zu verkaufen? Wir haben gerade alles verkauft, ne? Aber irgendwas habe ich, was schwer ist. Achso, Horkerzahn. Ja, komm, ich verkaufe die mal. Okay, ich habe noch irgendwas, was schwer ist. Was habe ich denn? Was habe ich aufgenommen, was schwer sein könnte? Hä? Nierenwurz, die Glockenblume, Bier. Achso, Bier könnten wir eher abdrücken, ne? Das Fleisch können wir eher abdrücken. Süßkuchen, den behalten wir natürlich. Okay, hab ich irgendwas? Feine Kleidung, wiegt einen? Wir hatten doch vorher, hatten wir doch. Okay, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ist auch egal. Vielen Dank. Ich muss mich wirklich wieder meinen Hochzeitsplanungen widmen. Tu das mal. Hier wird auch nichts, also davon wird auch nichts besser, wenn ich hier rumhängst. So, du wolltest nicht mit mir reden, also licky licky. Dann gucken wir mal jetzt hier. Wir gehen mal einmal hier rum. Ja, okay, ich klaue denen jetzt nicht ihr Bierchen hier, das ist ja egal. Wer bist du? Jolf. Benötigt ihr ein Boot? Nein, danke. Bis zum nächsten Mal. Jo, alles klar, wohin auch immer der fährt. Ich will es nicht wissen. Nachher kommen wir nicht wieder zurück, das ist das Dumme. Ich weiß nicht, ob wir hier drauf dürfen. Red Wave. Hallo. Oh, stehlen alles. Okay, das ist dumm. Warte mal, kann ich hier rein? Ja, nee. Stehlen wollen wir hier nicht. Sollen wir mal mit ihr reden? Hallo. Ihr habt besser einen verdammt guten Grund dafür, dass ihr hier seid. Sind die alle böse hier? Also ich meine, die tun einem nichts, aber die sind ja alle total unfreundlich hier. Meine Güte nochmal, ich tue doch gar nichts. Anstatt die sagen so, hallo, Mensch, jetzt habe ich Zeit für Sie. Entschuldigung, dass Sie warten mussten. Aber es war heute ein stressiger Tag. Ich hoffe, ich kann Ihnen trotzdem helfen. Okay, hier unten ist soweit nichts, bis auf diese Handelsgesellschaft. Und ansonsten, Weißlauf hat jetzt Quest irgendwie, warte mal, White Horse Dings da hier. In Weißlauf ist diese komische Quest von dieser, naja, von diesem Typen, wo wir hin sollen, damit wir hier mit dieser komischen Dings hier, Handelsgesellschaft da. Naja, ist egal. So, was haben wir denn? Wir müssen Armee und Dings da. Also das heißt, wir müssen jetzt hier so rum und dann kommen wir hoffentlich da rein. Ja, ne? Wird so sein. Gut, da oben ist ein Stall. Hör mal, da ist ein Stall. Ich hab so das Gefühl, du könntest da glücklicher sein als hier. Katlas Hof. Ach ja, guck mal. Ach, guck mal hier. Nette Pferdchen. Ja, komm. Guck mal. Das ist gut, ne? Ah, da ist mein Streitross auch. Okay. Sehr gut. Schweinchen, hallo. Hallo? Du? Katla? Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Nee, nicht so wirklich. Ich gehe mal einmal kurz rein in deine Hütte hier, weil ich kann einfach so rein. Das ist alles stehlen. Ja, dann quatschen wir mal mit ihm hier. Snilling. Oh, hallo. Hallo. Ja gut, dann setze ich mich mal. Snilling. Ich war viel jünger, als ich Katla heiratete. Nun kann ich kaum mehr mithalten.
Mithalten, hat er gesagt, ne? Er hat mithalten gesagt. Ja, viel Arbeit auf so einem Hof, würde ich sagen, ne? Also, da muss man erstmal mithalten, ja. Meine Brüder wären entsetzt, würden sie sehen, dass eine Frau ihren Mann übertrifft. Ich jedoch nicht. Ohne Cutler würde hier nichts laufen. Okay. Ja, hör mal, war nett, die Einladung hier zum Sitzen und so überhaupt, ne? Und hier oben ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Sinnvolles, oder? Hallo, Kind. Ihr seid ein Gast. Vater sagt, dass wir Gästen gegenüber höflich sein müssen. Das ist gut, das könntest du mal... Mama hat gesagt, dass ich bei den Ziegen helfen darf. Das ist super. Dann nichts wie raus mit dir. Hör mal, Simling, tschüss. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Ja, okay, Hühner. Was? Okay, Huhn macht keinen Platz. Solitude Stables. Hier ist auch wieder alles Clown. Ja, okay. In den Ställen etwas zu tun? Weiß ich nicht. Geimund, hi. Schwer für die Zukunft arbeiten und die Vergangenheit ruhen lassen. Das ist mein Motto. Okay, wie lange seid ihr schon Stallmeister hier? Seit ungefähr 8 Jahren. Okay. Ich arbeitete mal als Söldner, aber nach einer Reise in die Rabennarbenhöhle war es damit vorbei. Mhm. In dieser Höhle gibt es Hexenraben mit Klauen wie Dolche. Wenn man sie an sich heranlässt, schnitzen sie einem in Windeseile den Bauch auf. Okay. Solche Kreaturen lassen einen darüber nachdenken, was man vom Leben erwartet. Das ist eine gute Sache. Pferd kaufen will ich nicht, also von daher alles klar. Danke. Solltet ihr zwischendurch mal die Aussicht genießen. Es lohnt sich. Ja, danke für den Hinweis. Hallo, Friedrika. Geht es um die Stelle? Mein Mann Geimund führt das Geschäft. Okay, alles klar, dann. Eine Frau wie Friedrika und einem Sohn wie Horm bin ich der glücklichste Mann in ganz Himmelsrand. Ey, Horm, ich will nicht stören bei. Nein. Dann solltet ihr mit meinem Vater Geimund sprechen. Nee, wir haben eigentlich alles so, was wir brauchen, aber ja, und hier ist alles stehlen, Leute. Nee. Okay, Herr, guten Appetit, ne? Gleich leckeres Essen wünsche ich. Süppchen, was auch immer da in dem Topf ist. Horm wird's richten. Achso, der Thun ist wieder im Weg. Ja, ja, Entschuldigung, Mann. Ah, nee, Herren, normal. So. Ich würde sagen, du bleibst. Was? Ich bin nur der Stalljunge. Ja, ist ja jetzt nicht so tragisch, ihr oder? Mit Geimund, wenn ihr ein Pferd haben wollt. Oder sprecht ihr mit Cutler, wenn ihr Arbeit sucht. Ich ja, kann wie... nicht helfen. Ja, na, wie gefällt dir das denn hier auf dem Hof oder der Hof? Nicht wirklich gut. Alle haben Mitleid mit mir und behandeln mich nicht schlecht, aber... Warum entschuldigst du dich dann? Also jetzt ist doch alles gut. Hört sich doch... Ja, was ist denn los? Meine Eltern waren in der Armee. Es gab einen Hinterhalt. Cutler hat gesagt, sie würden mir zu essen geben, wenn ich mich nützlich mache. Ich kümmere mich um die Tiere, mache Besorgungen, Botengänge, diese ganzen Sachen. Aha. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber ich will nicht mehr draußen bei den Pferden schlafen. Ich möchte ein Zuhause und Eltern haben, nicht das hier. Okay. Ich habe so eine Befürchtung. um welche Geschichte geht es denn? Meine Eltern waren in der Armee. Es gab einen Hinterhalt. Cutler hat gesagt, sie würden mir zu essen geben, wenn ich mich nützlich mache. Ich kümmere mich um die Tiere, mache Besorgungen. Ja, sagtest du ja schon, ja. Diese ganzen Sachen. Okay. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber... Oh, der ist ja nett. Bei den Pferden schlafen. Ich möchte ein Zuhause und ja, haben. Ich habe das schon verstanden. Ja, hör auf jetzt. Meine Herren Blaze, alles gut. Der ist ja total nett. Komm. Ich könnte dich adoptieren, wenn du möchtest. Wirklich? Ja. Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein Haus im Weißlauf. Oh, schön. Seid ihr sicher? Würde es euch nichts ausmachen? Du bist ein echt netter Kerl und ja, also ganz, ganz sicher, Sohn. Wirklich? Ja. Das meint ihr wirklich ernst? Ja. Oh, danke, Papa. Ich weiß euch, dass ich keine Schwierigkeiten so schnell kann. Geht das.
Haut er jetzt ab nach Weißlauf oder was? Ist er jetzt bei uns dann oder wie? Ja, gut. Mal eben gucken. Lasst mich noch meine Sachen packen und mich von allen verabschieden. Ja, okay. Wir sehen uns dann zu Hause. Okay. Danke. Ja. Nochmals danke. Ja, kein Problem, hör mal. Lüdi, wir sind schon wieder schwanger gewesen, ganz schnell. Also du vor allen Dingen. Und ja, hier, da ist er. Hast gar nicht gemerkt, ne? Tja. Manchmal, ne, passieren Dinge so schnell. Ja, wir sind zweifache Eltern mittlerweile. Und wenn wir da nicht aufpassen, müssen wir da tun auch noch. Nein, Quatsch. Ihr Lieben, also, lasst mich noch meine Sachen und mich von allen verabschieden. Ja. Wir sehen uns dann zu Hause. Ja, danke. Ja, Blaze. Also, ich muss mich noch verabschieden, Blaze. Das tut mir leid, das ist hier so. Ihr Lieben, wir sind schon wieder Eltern geworden, wir beiden, natürlich. Und Blaze ist unser Sohn. Also wir haben jetzt eine Tochter und einen Sohn. Und ja, wir sind hier jetzt an diesen Stellen und da werden wir jetzt eine Pause machen. Und nicht, dass er uns halt nochmal sagt jetzt, ne? Weil dann reicht's auch. So, mit dem Blick hier auf den Hof und die Windmühle sage ich mal Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Und dann, ich freue mich schon drauf, wie es weitergeht. Und wenn wir das nächste Mal nach Weißlauf kommen, haben wir, wie gesagt, noch jemanden da wohnen. Das ist saugut. Kuchen haben wir sowieso immer dabei. Und dann haben wir direkt ein Geschenk. Das ist schon mal ganz, ganz cool. Okay. Ich würde sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Und ich, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann, ja, bis dahin. Bleibt gesund und munter und passt auf euch auf. Und dann, ne? Tschaußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.